Für euch am Start. Ja, und heute haben wir eine richtig schöne Partie für Sie im Angebot. Und im Stadion sind hier alle bereit für ein echtes Spektakel. Jetzt kann es endlich losgehen. Wir freuen uns drauf. Das wird definitiv interessant, diese beiden Teams, die so gut drauf sind, im direkten Duell zu erleben. Zygankov. Ferran Torres. Torres, der muss es sein. Und was eine Parade. Endstation Torwart. So geht's rein für Seleção Catarinho in dieses Spiel. Der Torwart Gregor Kobel. Luka Modric steht mit Rodrigo de Paul im Zentrum. Und dann ein Duo im Sturm. Und da stehen sie gut. Läuft weiter die Szene, auf Vorteil entschieden. Ja, spielen sie gut bis hierhin. Jetzt entscheidet sich's. Letztes Drittel, was machen sie? Ja, gefällt mir gut, wie sie hier den Ball holen. Griezmann. Das ist Griezmann. Und das ist die Chance, in Führung zu gehen. Ein paar Zentimeter fehlen bei dem Schuss. Also die Power hätte auf jeden Fall gehabt. Fühlt so ein bisschen das Glück hinten raus. Den Schuss fand ich auch gar nicht so schlecht. Cristiano Ronaldo. Was ist denn da los? Schon wieder ist der Ball weg. Wege sind gut, da sind genug Anspielstationen. Super im Zweikampf, geht vorbei. Gute Position für Griezmann. Und hält diesen Ball, gut gemacht. Eckball von Griezmann. Ganz stark, bleibt da voll in der Aktion und bleibt schwach. Das gibt wieder die Ecke. Den spielen sie kurz, den Ball. Guter Ball, Spiel beruhigt hinten. Das ist die Chance zur Führung. Und das war ein Zweikampf, Balleroberung. Ferran Torres. Und da ist es, das Tor zum 1-0. Spielerisch dominiert, mehr Chancen gehabt und jetzt den Treffer gemacht. Sie haben richtig viel Druck aufgebaut und so viel versucht offensiv. Und jetzt haben sie sich, wir sehen die Wiederholung, dafür belohnt. Tolles Tor, das sie sich absolut verdient haben. Nee, der Ball kommt nicht an. Ja, technisch gerade nicht sauber genug. Das könnte eine Riesenchance werden. Boah, die haben einen Lauf. Noch ein Tor. Wunderbar gespielt. Wir sehen es hier nochmal in der Wiederholung. Da lässt sich jemand überhaupt gar nicht aus der Ruhe bringen. Der Abschluss ist optimal und da gibt es nichts zu halten. Und dann ist der Ball weg. Ja, Teamkollegen bieten sich gut an. Er hat die freie Auswahl. Antoine Griezmann. Und da ist Griezmann. Macht er den. Da waren sie nah dran. Bernansch. Und das sieht jetzt gefährlich aus. Schiri legt sich fest. Abseits. Da geben sie den Ball ab. Luka Modric. Und da versuchen sie es aber mal. Oh, der war wichtig. Es fehlt ihnen noch so das letzte Dribbling, die entscheidende Aktion. Sie bekommen den Eckball.
kurze Variante. Guter Ball. Und der ist klasse gehalten. Der Kopfball kommt richtig gut. Also immer noch Druck nach der Parade. Nachspielzeit ist eine Minute. Luka Modric sucht die richtige Aktion. Wie geht's weiter? Gefahr bereinigt und zwar mit erfasst. So, und Schluss mit Halbzeit Nummer 1. Seleção Canarinho hat hier alles im Griff gehabt. Mal gucken, ob sich das in Halbzeit 2 so fortsetzt. Luka Modric. Jetzt bekommen sie hier vielleicht die Chance. Ja, sie sind schon nahe am Tor, aber noch ohne großen Druck. Schau mal an die Seitenlinie. Personal wird nochmal getauscht. Und da sind sie aufmerksam. Da sind viele Optionen gut freigelaufen. Wie wär's mit dem Flügelspiel? Das scheint Platz zu sein. Thiago Aspas. Kein Tor. Ja, und sie wechseln jetzt nochmal. Ein gutes Spiel, wie ich finde, das sie heute zeigen. Und das gilt für alle Bereiche. Sie spielen sich immer wieder Möglichkeiten heraus und nutzen diese dann auch. Die Führung auch in dieser Höhe absolut verdient. Ja, vielleicht legen sie jetzt direkt noch einen nach. Zögankov. Ball läuft gut. Seleção Canarinho setzt sich im Zweikampf durch. Und beinahe macht er hier den Doppelpack. Ja, torgefährlich wie eh und je. Ein Treffer haben wir von ihm schon gesehen, aber hier scheitert er am Keeper. Griezmann bringt die Ecke. Oh ja, der war nicht leicht souverän gelöst nach dieser Ecke. Gutes und gefährliches Zuspiel. Sehr gut, der Ballgewinnangriff ist vorbei. Jetzt wird es richtig gefährlich, allein vom Torwart. Ja, Ball raus aus der Gefahrenzone. Cristiano Ronaldo. Jetzt können sie den Anschlusstreffer machen. Boah, das war eine dicke Chance. So könnte es gehen, ja, aber es muss jetzt halt auch mal klappen. Immerhin mal wieder eine Reaktion, bin ich bei dir, Schmi, so auf den Rückstand. Aber jetzt braucht's den Anschlusstreffer. Und Ball verloren. Bruno Fernandes verliert hier das Leder. Seleção Canarinho unterwegs im Angriff. Ja, und da ist die Abwehr den Ticken besser dran, holt sich den Ball. Alejandro Balde. Wunderbar in den Raum reingehoben. Gut gestaffelt und so holen sie diesen Pass. Vielleicht jetzt die Chance zu flanken. Ja, das ist mal entschlossen geklärt. An das Publikum, der soll jetzt mal abziehen. Oh, das ist eine gute Parade. Und bringt jetzt diese Ecke. Kein Problem, der Torwart mit diesem Kopfball. Ja, und diverse Optionen. Er kann sich aussuchen, wo er hinspielt. Ah, sehr gut gemacht. Thiago Aspas. Das könnte eine Riesenchance werden.
Boah, und den musst du erstmal halten. Das ist ja eine Weltparade. Seine Mannschaft da gefühlt ganz alleine gerettet. Aber wir sehen solche Paraden. Bellingham. Und der ist drin und den macht er sensationell. Ein Flugkopfball in Perfektion. Also, das könnte es ehrlich gesagt schon gewesen sein. 3-0, sehr deutliches Spiel und weiter geht's. Gab ein, zwei Unterbrechungen, dafür 2 Minuten Nachspielzeit. Bellingham. Das könnte es jetzt sein, die dicke Chance. Gutes Tor. So, und jetzt ist Schluss und die Gäste, nee, für die war hier heute nichts zu holen. Es ist natürlich vor allem die Höhe der Niederlage, die wehtut. Verlieren kann man so ein Spiel, aber das heute, sind wir ehrlich, das war schon ziemlich enttäuschend.